Hallo Freunde, heute geht's mit GTA 3. Wartet mal. So, ist besser. Fahren wir schon raus. Freunde, ich mache erstmal heute nur. Aber ich gehe pennen. 10 Minuten. Da war ich den nächsten Tag wieder so ungefähr 15 bis 20 Minuten. Fahren wir hier lang. Gut, fahren wir jetzt zu Joy. Ja, schon verstanden. Wartet mal, 5 und 21 Uhr war. Gell? Telefon abnehmen. Joyce Autopaint. Okay. Ja, ah, doch. Adieu. Chunky. Lee Chong. Chunky Lee Chong is pushing Spank for some new gang from Columbia or Colorado or something. I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of Ammunition opposite the subway. Sort yourself with a 9. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's Triad territory. Genau, Freunde. Die bleiben für immer unsere Feinde. Ach ja. Ach komm, wir kaufen eine Waffe. Guck mal, wir haben jetzt so viel Geld. Schön mal genau davor parken. Ja, ist klar, ne? Gut. Aber man kann es auch das zum Zug schieben. Steigt dann da ein. Das sind die Mafiosen. Ich glaube, die bleiben immer auf meiner Seite. Außer die Triaden. Die haben so blaue Sachen an, die Triaden fischen. Die werden auch die Fischen genannt, oder die Fische, keine Ahnung, oder so ist ähnliches. Okay, ich muss das erstmal genauer untersuchen. Wie ich es genau vorgehe. Das ist nicht so einfach. Ah, so, okay. Stell doch aus, verdammt nochmal. Ich habe hier unendlich Ausdauer. Der ist viel besser als ich. Ah, da ist er. Verkaufen Sie mir ein paar Nüdelchen? Den Kerl schnappe ich mir jetzt. Das ist etwas, manch unendlich Ausdauer. Gib mir den Wagen. Boah, wie soll ich jetzt den aus dem Weg räumen? Wie soll ich das jetzt schaffen? Ich glaube, ich werde krank, Freunde. Merke schon. Aber egal. Nichtsdestotrotz. Steige völlig aus dem Wagen. Gut, Freunde.
Das ist gutes Geld. Nehmen wir mal den. Okay, gehen wir es mal sicherheitshalber speichern. Ja, kannst dein Auto irgendwann mal abholen. Wir spawnen irgendwo in Beverly Hills, da irgendwo in der Ecke, 23. Straße. Mach die Tür zu. Ach, egal, auf das Auto. Wichtig ist, dass ich speichere. Und weiter geht's zu Joy. Chotoichi sagen. Joy. Moment, ich muss mal Statistik. Fahrer. Gut. Bei GTA Facility gibt's einen Trick. Man klaut sich einen Helikopter und dann versucht man in eine Garage zu packen. Das geht, das habe ich schon mal getestet. Dann gibt die Explosionssheets ein, ja. Dann in der Garage bleiben die ja. Also, die werden zwar zerstört, aber werden automatisch repariert. Das könnt ihr immer weitermachen, immer so weitermachen. Die Punktzahl erhöht sich dann immer weiter. Das könnt ihr endlos so machen. Da hatte ich mal King of the City, glaube ich, mal geschafft. Nur bei Helikopter. Gut, fahren wir zu Joy. Ja, das meine ich. Der Geldtransporter. Transporter. Alright, we're gonna hit the payroll van. It leaves the edge of Chinatown every day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk-ass security guard should bail. And take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now it won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Das ist der Typ, hat noch nie kein einziges Wort geredet. Okay, machen wir die, dann speichern wir, dann mal Schluss. Okay, ich nehme das Auto in schlechten Zustand. Aber die Leistung bleibt immer unverändert. Ich hab die unendliche Ausdauer. Raus mit dir. Okay, haut ab. Oh, wir sind schon da. Ich fahr hier rein. Oh Mann, das wird schwer. Kugel kann ja nichts anderem. Ja, die Polizei wird ja aufmerksam. Das habe ich ja auch voll vergessen. Kann man Apple anhalten? Ja, falsch. Das steht auf dem Transporter Gruppe 6. Habt ihr es gesehen? Ich will jetzt voll in reinfahren. Wow, das bringt was, Freunde. Bei 22 fahre ich an. So. Warum muss der Cam jetzt in den Weg kommen? Egal. Geschwindigkeit. Weg, Alter. Scheiße, wie soll ich das jetzt schaffen, Alter? Ja, komm, mach, Alter. Jetzt mal rückwärts fahren. Jetzt lege ich ein ganz Stück weit zurück. Wir müssen aufholen. Jetzt habe ich einen kleinen Vorteil, ich habe jetzt nicht so viel Schaden wie der Geldtransporter, aber der kippt schnell, das ist miese. 10 Minuten, okay, da noch. Aufgenommen, Mensch.
Hey, vielen Dank für die Unterstützung. Ich lade schon Bier ein, wa? Zwinker. Oh, zwei Sterne und das war ein Freund. Es ist vorbei, gib auf. Genau, alle helfen mit. Ich weiß, Freunde, das ist sehr riskant. Komm, komm, komm. Drei Stück von der Straße, Freund. Aus dem Weg. Gut, am Hafen, denke ich mal. Stimmt, ja, sieht so aus am Hafen. Da gibt es eine schwere Mission, aber ich habe mal ein bisschen geguckt bei YouTube. Da hat ein Let's Player. Ich weiß, wie man das macht. Gut, Freunde, nachspeichern und an die Haie. Fahren wir schnell rein. Die Sterne sind sowieso weg. Das knack ich schon 1000. Jawohl. Ich geb dir mal eine, wa? Oh, Entschuldigung, Sir. Das wollte ich, Sir. El Burro bietet dir eine Chance, über den öffentlichen Fernsprecher in Hebron. Heiz. Erfährst du Näheres? Ja, genau. Seht ihr das Telefon auf dem Radar? Da gibt es eine Mission mit Autorad, das heißt Gran Turismo. Das werde ich auch machen. Wo ich schon beim letzten Teil erzählt habe, mit dem Auto. Dem schnellen Sportwagen, der im Glashaus ist. Den schnappe ich mir und dann gebe ich das rein locker, hoffe ich mal. Oh, der ist auch schon schön, den behalte ich mir in der Garage. Boah, ist ja schnell. Überholen darf man eigentlich nicht. Ups. Jut, jut, jut. Schon reingepackt. Gut, Freunde. Ah ja. Wie es ja weitergeht, das sehen wir im nächsten Teil. Vielleicht morgen oder übermorgen. Also bis dahin, euer Let's Play Andy. Adios und ciao.